kommst nach einem anstrengenden Tag nach Hause, deine Arbeit hat dich mitgenommen, dein Chef hat dir wieder alles abverlangt und zu Hause geht es weiter mit den Aufgaben. Deine Eltern, dein Ehepartner oder die Kinder, jeder möchte was von dir. In der Uni oder in der Schule kommen haufenweise Aufgaben auf dich zu. Klausuren vorbereiten, Präsentationen, ein Buch durchlesen und die Hausaufgaben für den nächsten Tag fertig machen. Du willst nur noch abschalten. Du bist kaputt und müde, dein Körper sendet dir Signale. Ruh dich aus, schalte den Fernseher ein, tu einfach nichts. Es ist nicht verwunderlich, denn dieses System ist nicht dafür gedacht, damit dein Mensch ein sorgenfreies Leben führt, sondern um ihn auszunutzen, wie eine Batterie, die verbraucht und dann weggeworfen wird. Hi. Der Gebetsruf ertönt, die wahre Pflicht ruft. Was nun? Die Arbeit beiseite legen? Auf die Pause verzichten? Berge von Hausaufgaben warten auf dich. Der Kampf beginnt jetzt. Shaitan lässt dich nicht in Ruhe. Deine Neigungen zwingen dich fast in die Knie. Alhamdulillah. Du erinnerst dich an eine gewaltige Überlieferung, in der Omar ibn al-Khattab radiallahu an sich in einer schier aussichtslosen Situation befand und sich dennoch zum Gebet aufrappelte. Dieser gewaltige Sahabi wurde in seiner glorreichen Ehre als Kalif mit einem Dolch erstochen. Da kam al-Miswar ibn Makhrama herein, um nach seinem Amir zu schauen. Er machte sich Sorgen und fragte die Gefährten, wie seine Situation sei. Die Gefährten sagten, er habe sich stundenlang nicht vom Fleck gerührt und ist nicht ansprechbar gewesen. Daraufhin hatte al-Miswar ibn Makhrama eine gewaltige Idee. Er sagte, habt ihr denn Omar radiallahu an die Pflicht und das Gebet erinnert? Die Gefährten antworteten ihm, nein, das haben wir nicht. Jetzt schaut, was al-Miswar ibn Makhrama meinte. Erinnert ihn mit lauter Stimme an das Gebet und schaut auf seine Reaktion. Denn der Omar, den ich kenne, wird den Ruf Allahs niemals verweigern. So gingen sie allesamt zu Omars Zimmer, um ihn aufzufordern. Ja, Amirul Mu'minin, ja, Omar, Sohn des Khattab, du bist dabei, das Gebet zu verpassen. Du bist dabei, der Pflicht Allahs nicht nachzukommen. Ja, Omar, steh auf zum Gebet. Meine lieben Geschwister, schaut, wie Omar radiallahu an reagiert hat. Der Mann, der stundenlang regungslos und blutüberströmt da lag, sprach, Wallahi, Wallahi, dies ist der Befehl Allahs. So ist es eine Pflicht für Omar, diesem Befehl zu folgen. Denn bei Allah, wer das Gebet nicht verfolgt, hat kein Anrecht auf den Islam. Allahu Akbar. Omar befahl seinen Gefährten, ihn zu stützen und zum Gebet zu bringen. Meine lieben Geschwister im Islam, sollte es uns nicht ans Herz gehen, wenn Omar blutüberströmt zum Gebet aufsteht und wir es nicht schaffen, aufgrund der Erschwernisse dieser Dunya unser tägliches Treffen mit unserem Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala einzuhalten? Welche Ausreden werden wir am Tag des jüngsten Gerichts haben? Die Arbeit, die Familie, die Schule, deine Faulheit? Das Gebet ist die erste Frage, womit wir am Tage des jüngsten Gerichts konfrontiert werden. Der Schlüssel zum Paradies. So lasst uns die Wichtigkeit des Gebets erkennen und die besten Vorkehrungen treffen, um dieser Pflicht nachzugehen, sodass es keine Last für uns ist. Dies tun wir, indem wir unseren Tag mit dem Gebet fest einplanen und ihm Priorität vor unserer Arbeit und anderen Verpflichtungen geben. Denn das Gebet ist wahrlich die größere Pflicht. Dann folgten nach ihnen Nachfolger, die das Gebet vernachlässigten und den Begierden folgten. So werden sie den Untergang vorfinden, außer denjenigen, der bereut und glaubt und rechtschaffen handelt. Jene werden in den Paradiesgarten eingehen und ihnen wird in nichts Unrecht zugefügt.